Guten Morgen, Freunde. Es ist 6.30 Uhr. Ich bin gerade am Weg ins Burgenland in die Fußballakademie und ich werde das Video heute nicht alleine drehen. Es wird eine ziemlich interessante, coole Person dabei sein. Ein Ex-Profi-Fußballer. Ein bisschen eine polarisierende Person. Sehr sympathisch. Für mich sehr auch interessant, mit ihm heute ein Video zu drehen. Und ich gebe euch mal ein paar kleine Tipps. Er ist Cupsieger. Bekannt als das Phantom aus Hütteldorf. Er ist zweifacher österreichischer Meister. Also er hat den Titel mit Rapid und mit Salzburg holt. Torschützenkönig war er auch in Österreich. Ich glaube sogar in der Saison, wo es mit Red Bull Salzburg den Titel geholt haben. Sein Spitzname ist Major und es ist natürlich niemand geringerer als Stefan Meyerhofer. Mit Stefan werden wir heute über seine Vergangenheit, die Gegenwart und Zukunft reden. Und natürlich werden wir auch schauen, was es in der Fußballakademie so zum Essen gibt. Ich mache mich jetzt weiter. Ich glaube, ich habe noch 20 Minuten vor mir nach Mattersburg und wir sehen uns dann dort. Bis gleich. Warum sind wir da? Weil du so nett bist und heute mal herzeigen möchtest, in was für einem tollen Umfeld ich arbeiten darf. Und es fängt schon in der Früh an mit dem Frühstück, wenn ich hier aufstehe. Dann gehen wir raus trainieren und dann gibt es noch ein gutes Mittagessen. Das heißt, du wirst uns aber auch so ein bisschen durch die Akademie führen, was so besonders da ist, was du überhaupt hier machst. Mhm. Aber ein bisschen was zum Erzählen. Also ich glaube von der Zeit her, deswegen bist du ja schon früh da. Leute, 7 Uhr. Wir haben um 7 Uhr gestartet beim Frühstück. Ja, aber pünktlich, absolut. Ja. Na, hat gut funktioniert. Ich war ein Leben lang Fußballer, 18 Jahre lang Profifußballer. Die Trainergeschichte ist dann noch mal was anderes. Das wollte ich ja auch gerade fragen, wenn du das so vergleichen kannst, so die Spielerkarriere und jetzt so also die Trainerkarriere. Als Spieler kommst, bereitest dich vor, das Training, gehst duschen, gehst heim. Mhm. Nächsten Tag wieder oder am Nachmittag nochmal eine Einheit oder du kommst zum Spiel. Als Trainer musst du das Ganze beobachten. Na, sehr geil, du. Dann sage ich, ums Essen wird es heute auch gehen, dass wir da auch so was die Brücke vielleicht zusammenbringen. Aber ich denke auch gerade zur Ernährung ist das A und O. Ich muss mich, wir haben vorher schon kurz gesprochen, ich muss mich ja seit meinem 7. Lebensjahr glutenfrei ernähren. Mhm. Ich habe Zöliakie. Von dem her achte ich schon mein ganzes Leben lang auf die Ernährung, was natürlich Gluten betrifft. Ich bin natürlich auch einer, der gerne am Abend beim Fußball schaut, so wie gestern dann einfach noch Kekse nach. Jimmy Hoffer, mein Stürmer bei Rapid damals. Wir waren der Supermarkt beim Nationalteam. Wir haben immer so viele Naschsachen mit gehabt, Kinderriegel, Schokobos, Gummisachen. Die Leute sind zu uns gekommen am Anklopf. Jimmy, Major, habt ihr was zum Naschen mit? Ja, bitte nimm da was. Im Nachhinein betrachtet, wenn ich mir das jetzt so rückwirkend, vielleicht hätte ich da vielleicht das eine oder andere Süße weglassen sollen, dann wäre vielleicht, keine Ahnung, 3-4% mehr möglich gewesen in meiner Karriere, ja, wenn ich da auf die Ernährung noch intensiver geachtet hätte. Aber ich bin happy, ich bin zufrieden, mir geht's gut, ich bin gesund. Ja, aber natürlich, die Ernährung spielt eine große Rolle und ist ein wichtiger Baustein im Leben von einem Profifußballer. Ich glaube, wir sollten den Leuten noch einmal den Platz zeigen. Ja, gehen wir auf die Wiesen runter. Wir haben 4 Rasenplätze, 2 Kunstrasenplätze. Wir haben 5 Hauptangestellte, die für den Rasen zuständig sind, Greenkeeper. Das ist einfach auch für die Kinder hier oder Jugendlichen, für die Spieler schon auch keine Selbstverständlichkeit, dass du auf so einer Anlage tagtäglich trainieren kannst mit den Bedingungen, weil der Rasen top aus. Ja, wirklich, immer top ist. Ich wollte immer Fußballprofi werden und das fehlt mir oft bei den Jungs, wenn sie schon das alles hier haben. Ja, was kommt da noch drüber? Mhm. Also ich traue mich jetzt zu behaupten, wenn du von hier weggehst, Red Bull Salzburg, das ist noch mal eine andere Liga, aber wenn du von hier zu, ja, wurscht, Sturm Graz, Austria Rapid, von den Bedingungen her wird es nicht viel besser. Du bist natürlich dann im Profibereich und spielst dann vielleicht am Wochenende im Stadion vor 8, 10, 15.000 Zuschauern, ja. Aber was die Trainingsbedingungen betrifft, wirst du in Österreich nicht viel Besseres finden. Das ist dein Reich? Ja, und von einem Trainerkollegen. Also das ist mein Bett, das habe ich mir extra reinmachen lassen. Man sieht den Unterschied zwischen dem und dem Bett. Stimmt, ja. Es war mir dann doch ein bisschen zu klein und ich habe einen super Partner mit Samina. Da habe ich mir das eigene Bett reinmachen lassen und schlaf sehr gut und bin dann wieder gut erholt, damit wir mit viel Energie ins Training starten. Die U15-Spieler, morgen, servus. Morgen, servus. Müssen bis 22 Uhr ihr Handy dann abgeben und kriegst dann in der Früh beim Frühstück wieder. Ansonsten ist da immer um 21 Uhr Treffpunkt, dann wird abgekackelt. Ob ihr auch alle da sind und ob sie brav waren. Sogar einen Wutzler gibt es da. Ist beim Wutzeln gut? Ich war immer bei den Gewinnern. Leute, das sind die Aussagen, die ich halt geil finde. Ich habe nämlich vorhin im Intro kurz so gesagt,
Eine sehr interessante, sympathische Persönlichkeit, manchmal aber auch sehr polarisierend. Ich war immer positiv, weißt du, und wenn ich was machen oder wenn ich was mache, da möchte ich immer guter oder der Beste drin sein. Ja. Es war einfach immer so. Wurscht, ob es jetzt bei Memories mit meiner Tochter auch. Meine Frau sagt immer, ey, so geil. Ist zweieinhalb. Sie muss aber auch lernen zu verlieren. Ich wollte gerade sagen, da gibt es aber das Denken schon so mit. Ja, ja. Man muss sich einfach immer anstrengen. Ja. Es wird keinem was geschenkt im Leben, mir hat auch keiner was geschenkt. Von dem her musst du halt immer nach dem Bestmöglichen streben. Und das fängt beim Puzzeln an, beim Wurzeln, geht es weiter. Und beim Fußball genau. Hat es nicht aufgehört, weil es geht jetzt mit der Trainerkarriere weiter. Genau, richtig. In die Katakomben ankommen. Trainerkabine, ja. War ich auch noch nie, muss ich sagen. Super aufgeräumt, gell? Ja, ich wollte gerade sagen, man merkt. Wir haben viele Trainer, wirklich viele Trainer. Also angefangen von U15, Cheftrainer, Co-Trainer, unser Fitnesstrainer, Videoanalyst. Also wir haben wirklich jetzt im Trainerteam, wir sind wirklich extrem gut aufgestellt. Hier ist lustig, als ich Profi war, bin ich hier gesessen. Den Platz gibt es nicht mehr. Hier, wie ich Mattersburg spiele, war das geil. Mein Sitzplatz da. Gibt es da irgendeine Geschichte, was du erzählen kannst oder darfst? Gibt es viele Geschichten. Komm, gehen wir gleich rüber in die Kraftkammer. Passt, ja. Schau, da hast du zum Beispiel auch einen Trainingsplan und ein Zusatztraining, damit die Jungs auch sehen, okay, du hast jetzt einfach auch, wir als Trainer haben ja auch einen gewissen Trainingsapparat für uns, wo wir sagen, okay, Montag, Dienstag ist die Belastung noch höher, Mittwoch, Donnerstag, Freitag ist das Training dann wieder ein bisschen kürzer, ein bisschen angepasster, weil Samstag Matchtag ist. Die Sonne lacht, wenn wir rauskommen. Normalerweise ist es verboten, ja, aber weil du uns besuchst, darfst du heute auf den heiligen Rasen des wirklich? Zweierplatzes kurz drauf spazieren und darfst du die Akademie warte, von siehst du, jetzt kommen schon die Arbeiten drüben. Ah. Servus, der Hannes, unser Oberplatzwart. Ja, der schaut schon besser. Der schaut schon immer. Der hat immer ein böses Auge. Ja. Ich glaube, der Gary geht oben gerade. Das ist XD. Der tut einfach, der darf kein. Ja, weil man sieht das auch. Gashalm zu hoch sein. Ja. Aber schau mal, spazieren wir einfach ein bisschen rein, dass du einfach auch dieses Feeling hast, wie du gesagt hast, du möchtest einmal unten am Platz stehen. Die Stadionkapazität hier ist ausgelegt bis dritte Leistungsstufe Österreich, Regionalliga. Mhm. Und wir haben sogar auch Jugendländerspiele hier. Von der U16 war jetzt im Herbst zum Beispiel da oder im Frühjahr haben wir gegen die Schweiz gespielt. Hat ein Spieler sogar von uns von der Akademie zwei Tore gemacht, der Noah Brasiller. Cool. Das sage ich halt einfach schon für die Kids, wenn ihr am Zweier trainieren dürft. Das ist schon ein Privileg. Das ist schon leiwand, absolut. Ja. Willst du dich rüber auf die Bank setzen? Ja, setz dann komm quer durch den 16er durch. Du darfst drüber. Gestern haben wir da noch gespielt. LAZ von uns, U14 gegen Wiener Neustadt. 12-1 gewonnen. Waren es richtig gut, die Jungs. Ja. Also das ist schon eine andere. Burschen, wenn ihr es seht, Hut ab. Ja. Sehr brav. Also das Ziel von jedem Spieler, der hierher kommt, muss sein, dass er nachher rausgeht und dann ja hoffentlich im Profibereich kommt. Ne? Mhm. Trotzdem muss aber auch das Ziel sein, weil ja dieses ist so zweigleisig, diese Fußballausbildung, aber auch die schulische Ausbildung, Hack, Hasch etc., dass die Matura einfach macht. Mhm. Dass du einen Schulabschluss hast, dass du einfach da rausgehst und auch ein bisschen was in der Birne mitnimmst. Aber natürlich oberstes, primäres Ziel ist es von einer Fußballakademie, dass du Fußball entwickelst. Mhm. Mahlzeit. Boah, was gibt's denn Leckeres das heute? Das ist genauso mein. Ein Fisch gibt es heute, schon. Ist das ein Wels? Ja. Ein Wels, ein guter Wels. Ha? Aber riecht sehr gut, gell? Sehr lecker. Ich sage es dir, wie ich aufgewachsen bin bei mir im Lokal mit meinen Eltern, hat meine Oma immer die Kartoffeln geschält. Und wenn die Oma draußen gesessen ist und Kartoffeln geschält hat, bin ich in die Küche gegangen, haben wir die Butter geholt. Heiße Kartoffeln mit Butter und mit Salz. Geil, ja. Das war das Geilste. Bei uns ist es echt so sauber. Du siehst, da kann er jetzt gerade mit dem Gerecht, dass wir kommen. Ich glaube, die kommen jetzt später. Ja? Und da oben ist auch noch 80% Bio. Die Jungs können sich da immer ihr Joghurt holen, ihr Obst holen, Getränke, alles da. Also bei dem Geruch kriegt man schon Hunger um 9:15. Gibt es eine Entscheidung in deiner Karriere oder in deinem Leben, die du heute vielleicht ein bisschen anders treffen würdest? Ja, natürlich. Im Nachhinein ist man immer gescheitert und wird vielleicht den oder den Transfer so dann nicht machen. Aber im Großen und Ganzen bin ich einfach wirklich happy und glücklich, dass ich 18 Jahre im Profifußball tätig war. Was war dein schönstes Tor oder Spiel, an das du dich heute noch erinnerst? Das schönste Tor war es vielleicht nicht, aber es war ein entscheidendes Tor. Es war das Tor zum 2-0 gegen Altach, wo wir im Hanabi-Stadion nachher den letzten Rapid-Meistertitel 2008 feiern haben dürfen. Die Stimmung danach, die Euphorie im Stadion, die Fans, das war einfach verrückt. Aber trotzdem auch eines der coolsten Spiele vielleicht auch war dieses Derby mit der Maske. Und Peter Bakut bringt mich nicht vom Beginn. Ich bin auf der Bank gesessen, das hat mich so gewurmt. Im Endeffekt hat er alles richtig gemacht, weil er hat bei mir irgendwie so dieses Ding ausgelöst in dem Spiel dann einfach. Ich musste ein
Spiel einfach noch meinen Stempel aufdrücken und das hat einfach zum Glück perfekt funktioniert. Ist alles aufgegangen. Ich habe an ein anderes Spiel gedacht, auch 2 Tore, ja, ziemlich cooles Spiel. 7-0 in Salzburg. Ja. Das schönste Tor war es vielleicht auch nicht, also der Abpraller, den ich mit dem linken Fuß dann wohl genommen habe, mit weiß nicht, über 100 km/h ins Netz reingehauen, wo der Jimmy mir den Ball rüberlegt und ich stehe da und denke, es ist keiner Zeit, da ist keiner, ich schiebe ihn einfach nur so rein. Ja. War natürlich auch, da habe ich im Derby die 2 Tore gemacht. Mhm. Also die Woche war für mich ganz speziell, die 2 Derby-Tore unter der Woche und am Wochenende Ostersonntag Salzburg. Also die Ausgangslage war ja so, wir waren 2 Punkte, glaube ich, hinter Salzburg. Mhm. Wenn wir verlieren, ist Salzburg 5 Punkte weg und es sind nur noch 4 Spiele, dann ist der Meistertitel abgefahren. Dann geht es sich eigentlich nicht mehr aus. Ja. Wir haben gewusst, wenn wir gewinnen, sind wir vor Salzburg und wenn wir dann kein Spiel mehr verlieren, dann kann uns dann keiner mehr von oben weg. Und genauso war es ja dann auch. Und das war einfach schon diese Brisanz in dem Spiel. Und das wissen viele nicht. Am Abend davor habe ich mir angeschaut den Film 300. Spartaner. Und ich glaube, nach 2 Minuten habe ich bei der Mittellinie in Jeschek weggerätscht, habe gelb gekriegt. Das war schon fast, glaube ich, dunkelrot. Ja. Aber ich war so geladen in dem Spiel, noch zu wissen, wenn wir heute gewinnen, sind wir Tabellenführer und wir können dann Meister werden. Ich wollte unbedingt Meister werden. Ich wollte es wirklich unbedingt. Und dass uns dann so ein Spiel gelingt als Mannschaft, ja, war einfach sensationell. War wirklich unglaublich. Hat sich dein Blick auf den Fußball irgendwie verändert? Ja. Oder? Ja. Es klingt einfach wirklich blöd, aber es ist so, seitdem ich mit meiner Trainerlaufbahn angefangen habe, früher sich halt hingesetzt, hast das Spiel angeschaut, vielleicht positionsbedingt, hast den Stürmer mehr beobachtet, was kannst du von dem abschauen? Ich habe mir früher mal Videos angeschaut von Thierry Henry, ja, wo das ein ganz anderer Spieler war wie ich. Ja. Ich hätte mir eher Janka anschauen müssen oder Kasten oder Jan Koller. Ja. Jetzt, wenn ich mir ein Fußballspiel anschaue, schaue ich auf dieses Gesamte, wie ist die Formation, wie ist die Aufstellung, ja. Schiebt der Sechser mehr durch, der Achter, wer kippt ab, ja. Stehen die Außenspieler hoch und breit oder machen es einen Dreieraufbau. Also du achtest auf ganz andere Sachen von der Formation her. Wie reagiert die andere Mannschaft drauf? Erkennen die das? Ja? Wie reagieren die Spieler? Ich bin schon auch jemand, der sich als Spieler und auch als Mensch immer hohe Ziele gesteckt hat. Und das mache ich auch jetzt wieder, dass ich einfach sicher in den nächsten 5 Jahren im Profibereich Trainer sein möchte. Ob das jetzt im Inland ist oder vielleicht sogar im Ausland. Also, können wir einen Deal machen? Wenn ich Trainer im Ausland bin, kommst du mich besuchen. Dass die Leute einfach sehen, hey, wie wird bei uns hier in Burgenland gearbeitet? Ja? Auf wirklich Top-Niveau, ja? Von allen Angestellten hin bis zum Küchenpersonal, bis zur Dame, die putzt. Ja? Wir haben ein tolles Team ja? Und es geht nur als Ganzes. Ja. Ich bin das auch Grund gewesen von daheim im Betrieb, bei meinen Eltern in der Gastronomie, so bin ich aufgewachsen, es geht immer nur als Team. Und im Fußball, es geht immer nur als Team. Aber hinter diesem Team steht auch ein anderes Team. Die richten das Frühstück her, die machen das Mittagessen. Und das sieht niemand, deswegen war ich froh, wie die Anfrage gekommen ist, damit wir das heute einfach auch mal herzeigen können, wie hier gearbeitet wird, wie sauber alles ist und wie gut es einfach ist. Und deswegen ist schön. Danke, dass du da bist. Ich sage auch danke, dass die Einladung oder dass der Dreh überhaupt zustande gekommen ist. Ich finde, die Fußballakademie Burgenland braucht sich überhaupt nicht verstecken und ist österreichweit, was hast du gesagt, ziemlich weit oben. Ich glaube, nach Red Bull Salzburg haben wir von der Anlage her und von den Kapazitäten her schon eine Top-Anlage. Ja. Lass mal so schmecken, oder? Was haben wir da, Stefan? Einen guten Fisch gibt es heute. Wels hast Gemüse an Wels, genau, richtig, esse ich sehr gerne. Ich habe mir sagen lassen, 3 Kilometer Wegzeit. Du hast die Information schon aus der Küche, das habe ich jetzt nicht gewusst. 3 Kilometer. Aber top, ne? Org, oder? Man zeigt es einmal her, dass man das sieht, Leute. Natürlich mit Gemüse, Alibi halber, weil wenn man da rund von allen Leuten ist, muss man natürlich gesund essen. Es gibt natürlich auch noch Kartoffeln, Reis. Ja, und dann halt einfach noch, es gibt immer Joghurt oder einen Obstgarten oder frisches Obst aufgeschnitten. Gestern waren Weintrauben sehr gut, heute ein bisschen Wassermelone. Säfte, es ist alles da. Sehr gut. Schön gewürzt. Leute, ist zwar nicht öffentlich zugänglich, glaube ich, aber an alle Eltern, schickt eure Kinder daher. Ja, versorgungstechnisch. Definitiv. Was würdest du so sagen? Wie wichtig ist die Ernährung? Sehr wichtig. Also jetzt nicht nur im Profisport, sondern allgemein. Allgemein. Das ist schon wichtig einfach auch für dein Wohlbefinden. Mhm. Wenn du gut frühstückst, wenn du gut Mittagessen tust, Abendessen tust, hast du einfach auch andere Energie und andere Lebensfreude. Was würdest du zu meiner Ernährungsweise sagen, wenn du so die Videos durchschaust? Sicherlich gut, aber schon eher deftig. Gönnst du dir auch ab und zu, ich sage jetzt mal Fast Food, ich meine, ist bei dir dann auch wieder schwierig, weil glutenfrei ist. Genau, durch die Stoffwechselerkrankung. Es gibt natürlich bei McDonald's jetzt glutenfreie Burger. Ich weiß, Burger King, glaube ich, hat noch nicht. Da darf ich aber die Pommes essen. Hat für mich jetzt nicht so diesen Reiz.
Wir haben es letztes Mal auch, natürlich, wenn man kleine Tochter und dann bleibst du vielleicht einmal schnell stehen. Nach dem Museum, wie wir heimgefahren sind, wie wir uns mit dem Onkel in Wien getroffen haben, sind wir in Hüttl stehen geblieben. Die Kleine wollte es gar nicht. Die, ja. Den Burger, den einmal abbissen, hat ein paar Pommes gegessen, wollte es gar nicht und dann ist das für uns auch eigentlich gut. Ich wollte gerade fragen, ob du glaubst, dass das eher so die Gemütlichkeit der Menschen ist. Ja. Hey, wir gehen lieber, holen uns einen Kebab, holen uns eine Pizza. Mhm. Ah, die eine Pizza macht dann nichts, dann zwei Tage danach wieder. Mhm. Das heißt, man kann sich natürlich, ich glaube, so wie ich es jetzt auch gehört habe von dir, man kann sich was gönnen, aber schaut es halt auch, ich meine, das sagt jetzt der Richtige, aber ich nehme es mir auch zu Herzen. Schaut es mal, dass man wenigstens, und es kann ja auch schön sein, wenn man sich daheim mit der Familie irgendwas ja. Schönes kocht, dass der einkaufen mhm. geht. Aber weil du so auch so gesagt hast, so einen Kebab einmal holen oder Pizza, ja, das isst ja jeder gern, das muss man sich auch gönnen. Ich du gern Sushi essen, ja? Sushi auch geil, ja. Ja, so Minimum, glaube ich, ja. Alle zwei Wochen einmal Sushi, mhm. ja. Das mache ich mir daheim nicht, ja. Also da ist einfach schon auch zu sagen, okay, ich gehe gut Sushi essen, dann kostet einfach auch was, weißt? Ich kann nur sagen, das Essen war ausgezeichnet. Das freut mich. Was ist in Major sein Nummer 1 Tipp für die Jugend? Nie aufgeben und an sich selbst glauben. Das war meine größte Stärke. Das ist ein guter Spruch, so 5-mal hinfallen, 6-mal aufstehen. Nie, nie aufgeben. Und wenn du dich gesund ernähren möchtest, dann fang dabei an, dass du einfach sagst, hey, ich gönne mir wirklich vielleicht nur einmal im Monat Fastfood. Wenn Menschen herkommen, die vielleicht ein bisschen stärker sind, ja, und man sieht aber, was sie essen ja. und wie viel sie essen, dann habe ich auch kein Mitleid. Ja. Es gibt Menschen, die sind krank, alles okay, alles in Ordnung, aber du bist selbst für dich verantwortlich. Beweg dich. Das ist ganz wichtig. Ja. Ich kann auf die Ernährung achten, aber ich muss auch Bewegung machen. Wenn du auf die Ernährung achtest und dementsprechend Sport machst, dann bist du in einer anderen Balance. Ja, ich glaube, wir haben heute die Fußballakademie mit einem kulinarischen Background gut abholen können. Vielleicht noch eine letzte Frage für mich. Was ist dein Lieblingsessen? Oh, ein Schnitzel oder ein Cordon Bleu daheim bei der Mama schmeckt am besten. Lieblingsnachspeise war auch im Fußball oft so ein Begriff. Die Bananenschnitte von meiner Mutter. Ja. Gibt es auch die gute Geschichte, wie wir nach Salzburg gefahren sind, vor dem 7-0 hat es Bananenschnitte gegeben. Vielleicht deswegen. Genau. Schaut auch unbedingt auf Instagram, Facebook beim Stefan vorbei. Ich sage auf jeden Fall danke für die Einladung daher. Du hast mir, glaube ich, besser hätte man es gar nicht da alles zeigen können. Es war extrem spannend, es waren alle freundlich, die Burschen waren top. Sind wir bald 5 Stunden, die du da bist. Zeit ist verflogen, ja, so, oder? Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Und um 7 waren wir da. Echt top. Und ja, wenn es euch interessiert, oder wenn irgendwer jetzt das Video schaut, wo die Mama, der Papa oder vielleicht auch irgendein Spieler selbst oder eine Spielerin, was sollen sie machen? Ja. Sich am besten bei der Akademie melden, frühzeitig, weil die Planungen für das nächste Schuljahr quasi schon Anfang des Jahres abgeschlossen sind. Wir haben Sichtungstrainings im Herbst und dann steht eigentlich schon so 4-5 Monate, bevor dann wirklich die neue Saison losgeht, schon der Kader. Es kann immer noch Änderungen geben, aber rechtzeitig dran sein mit der Anmeldung. In die Videobeschreibung packe ich euch den Link von der Fußballakademie. Meldet euch und Major, es hat mich gefreut. Mich auch. Danke vielen Dank für dein Kommen und für das nette Gespräch. Guten Austausch. Hat Spaß gemacht. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir holen uns noch einen zweiten Teller. Genau. Ich wollte gerade sagen, ich komme noch ein Stück.